grüß Gott, Herr Hufnagel. Grüß Gott, Frau Planta. Ich freue mich sehr, dass wir kommen durften. Und ein schönes Wetter haben wir auch noch mitgebracht. Und wir haben das wunderschönste Wetter und die schönsten Oleander. Ja. Kommen Sie weiter, Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Ich habe Ihnen mitgebracht die Buchstaben Ihres Ortes. Ja. Und jetzt wollte ich Sie fragen, wie bringen Sie die Buchstaben mit Ihnen in Verbindung? Oder einen davon? Müssen nicht alle drei sein. Ja, also ich kann eigentlich alle drei Buchstaben in Verbindung bringen und alle drei Buchstaben gleich als ganzes Wort, nämlich RAX, ja, weil wir das Projekt Oleander auf RAX haben. Ist das eine gute Erklärung? Ich hätte ganz gern irgendwas ganz Persönliches gehabt. Ruhe. Ruhe, ja. Nach Ruhe, deshalb habe ich es gerne als Eigenschaft, weil ich ständig auf der Suche bin, diese Ruhe zu gewinnen. Das heißt, der Oleandergarten braucht so viel Aufmerksamkeit, dass keine Ruhe vorhanden ist. Erstens einmal das und ich bin ein ruheloser Mensch. Ja, genau. Ständig genau auf der Suche nach der Ruhe. Ich sehe da wirklich jetzt lauter blühende, wunderschöne Oleander. Wie viele Oleander haben Sie denn jetzt überhaupt? Also Oleander in einer größeren Ausführung an die 100, 150 kann man sagen, wenn ich die Babystube nicht mit einrechne, wo die Jungen heranwachsen. Das ist schon eine ganze Menge. Das glaube ich. Ja. Und wie kommt es überhaupt dazu, dass Sie jetzt so viele haben? Naja, weil ich mich dafür interessiere und weil ich sie sammle und züchte und weil sie mir so gut gefallen. Doch die kann man sogar züchten. Man vermehrt sie normalerweise mit Hilfe von Stecklingen, aber dann vermehrt man sie nur. Aber man kann sie auch züchten und wenn man Glück hat, kann man neue Sorten finden, indem man sie aus Samen zieht. Schön. Nicht? Und wie andere, entweder Nutzpflanzen oder Blütenpflanzen, kann man auch gezielte Befruchtungen vornehmen und dadurch vielleicht neue Sorten gewinnen. Jetzt tun Sie selber züchten, haben den großen Oleandergarten. Was hat das jetzt definitiv mit RAX zu tun? Weil ich mich also für die Oleander interessiere und weil ich diese Pflanze, diese Blume sehr gern habe, kam und hier in RAX, in Jennersdorf in RAX lebe, ja, habe ich halt eines Tages die Idee gehabt, man könnte das auf eine ganze Ortschaft ausdehnen. Ah ja. Auf eine ganze Ortschaft. Entweder, dass man die Oleander auf der Straße sieht oder dass sich die Leute dafür begeistern. Es haben ja nämlich viele Leute Oleander. Stimmt. Und wenn so etwas gelingt, dass sich sichtbar eine ganze Ortschaft für Oleander interessiert und jetzt ja, zum Beispiel eine Ortsgestaltung, nicht wie üblich mit Pelargonien und fleißigen Lieschen, wie die Verschönerungsvereine schmückt, dann wäre das etwas, was es in ganz Österreich nicht gibt. Aha, also das ist ganz einzigartig. Das wäre, das heißt, wir sind ja schon dabei. Es ja, ist ja einzigartig. Es ist einzigartig. Es genau ist einzigartig. Genau. Ich habe ein bisschen nachrecherchiert ja im Internet und ja habe eben schon diesen Oleanderverein gefunden. Ja. Aha. Aha. Und habe auch schon gesehen, dass Sie ja voriges Jahr ein Fest gehabt haben. Ja. Ein Oleanderfest. Ja. Ja. Ja, also, und das gibt es heuer wieder. Ja, also da muss man jetzt sagen dazu, damit man so etwas überhaupt machen kann, braucht das Ganze auch einen Höhepunkt. Ja. Einen Höhepunkt, entweder über den Ablauf des Jahres oder überhaupt. Und um es nach außen zu präsentieren und um es nach außen, um nach außen Aufmerksamkeit dafür zu gewinnen. Und das könnte eben ein Fest sein, ein sogenanntes Oleanderfest. Eine ganze Ortschaft feiert ein Blumenfest und in diesem ja Fall ein Oleanderfest. Und das wäre wiederum etwas völlig Einzigartiges. Das gibt es nicht. Genau. Da muss ich aber dazu sagen, das gibt es nicht nur in Österreich nicht. Das gibt es auch in Europa nicht. Das gibt es nur in Amerika. In Amerika? In Amerika zufälligerweise. Aha. Aber selbst in Südeuropa, wo es so viele Oleanderzüchtereien gibt und wo wir überall Oleander sehen, wenn wir auf Urlaub in den Süden fahren, gibt es in diesem Sinne wie ein großes Blumenfest kein ausgesprochenes Oleanderfest.
Gibt es interessant. Nicht. Interessant. Ich habe auch beim Hineinschauen in die Homepage gesehen, dass ja die Oleanderblüte für Hiroshima eine ganz große Bedeutung hat. Ja. Kann man diese Bedeutung auch in irgendeiner Form und Weise aufs Burgenland übertragen? Was wäre dann die Bedeutung, dass gerade im Burgenland der Oleander so ein großes Fest bekommt? Also, man kann es als Verknüpfung betrachten. Der Oleander als Pflanze und die Blüte des Oleanders ist also nicht nur einfach eine Pflanze und hat eine schöne Blüte, sondern es gibt auch verschiedene andere Umstände, wie zum Beispiel dieses Geschehen um Hiroshima, die es der Pflanze, der Blüte, eine übergeordnete, wunderbare Bedeutung geben. Und jetzt kann man sagen, weil diese Pflanze diese zusätzliche Bedeutung hat, kann man diese Bedeutung auch auf andere Lebensbereiche oder auch auf andere Regionen oder eben überhaupt auf den Menschen oder die Menschen anwenden. Ich kann zum Beispiel sagen, weil von dort her der Gedanke kommt an Überleben, an Lebensfreude, an Hoffnung. Und das stimmt für den Menschen, wie in unserer Kultur, immer. Ja. Also, damit sind wir bei diesem Prinzip, dass wir dem Oleander zuordnen können, auch hier, auch überall. Ja. Und da eben dafür eben auch hier. So, Herr Hofner, ist es in Ordnung, wenn ich jetzt ein bisschen was von Ihnen zeichne? Ja, bitte. Herr Willi Hufnagel, ich würde mir jetzt ganz gerne den Garten anschauen. Gern. Und Sie eigentlich fragen, was jetzt die Bedeutung von Hiroshima mit der Blume auf sich hat. Also, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Wir wissen ja alle, dass die jüngeren Menschen weniger, aber die älteren mit Sicherheit, wissen etwas über das Ende des Zweiten Weltkriegs im pazifischen Raum. Der Zweite Weltkrieg hat offiziell geendet mit dem Abwurf der Atombomben in Hiroshima und in Nagasaki. So. Wir wissen auch, es hat Zehntausende Tote auf einen Schlag gegeben und Hunderttausende Tote durch die ganzen Nachwirkungen. Und das war eines der größten Katastrophen, die also die Menschheit betroffen hat. Der damalige Bürgermeister, nachdem alles zerstört, verbrannt, radioaktiv verseucht war von Hiroshima, hat gesagt, hier wird 75 Jahre lang kein Leben mehr entstehen und nichts mehr wachsen. Aha. Das Ganze hat stattgefunden eben im August 1945 und im Frühjahr darauf haben zwei Pflanzen sich gemeldet und sind zum Leben erwacht und haben ausgetrieben. Das eine war ein Kampferbaum. Ein Kampferbaum? Ein Kampferbaum. Das ist so eine Art Konifere. Und das zweite war eine Oleanderpflanze, die neu ausgetrieben hat, mitten in dem verbrannten Asche, Chaos. Eine Oleanderpflanze. Und hat im Frühjahr geblüht. Und im Laufe der Zeit hat das den Menschen, den Einwohnern von Hiroshima so viel Kraft und Hoffnung gegeben, dass sie sich eben daran angeklammert haben, man kann wieder leben hier und es gibt eine Zukunft. Und das hat dann Jahre später dazu geführt, dass eben der Oleander, diese Pflanze, zur offiziellen Blume der Stadt Hiroshima wurde. Und das ist es bis heute. Ja. In einem Wappen, die Oleanderpflanze. Das ist die große Bedeutung. Und von dieser Kraft kann man zehren. Genau.
Ja, und da ist ja besonders viel Kraft. Zur Zeit ist da besonders viel Kraft. Die gehören alle, die kommen alle auf die Straße. Nächste Woche werden wir das vielleicht machen. Und sind dann schon bestimmt, dass damit der Ort geschmückt wird. Herr Hufnagel, ich möchte mich verabschieden und bedanke mich gleichzeitig ganz, ganz herzlich. Es war wundervoll bei Ihnen im Garten. Ich habe ganz viel über Oleander gehört und dazugelernt und freue mich schon auf das Oleanderfest. Das werden wir besuchen kommen. Fein, das freut mich also auch und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so einen schönen Bericht darüber machen. Dankeschön. Dankeschön. Wiederschauen.